Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Celsius, den großen Geist des Eises, besiegt und für uns erlangt, mehr oder weniger, ein Pakt geschlossen, ja. Das ist das Wort, das mir gefehlt hat. Dann sind wir noch nach Ozette gegangen, weil da hat es irgendwie gebrannt. Und dann haben wir Mythos getroffen. Der oder die, ich glaube, es ist ein R, ne? Irgendwie genauso wie der, dieser eine Held irgendwie heißt. Ich weiß nicht, war der Gott oder? Er war irgendwie nur so ein Held, oder? Ne, da war auch ein Engel, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Egal. Jedenfalls über Mythos begegnet. Und jetzt laufen wir hier durch die Gegend von Ozette. Oh ja, das sieht ziemlich übel aus. Egal, wir haben Altessa noch getroffen im letzten Part und den wollen wir jetzt auch noch mal besuchen. Lass uns Freunde sein, okay. Genau. Sehr schön. So, was wollt ihr denn? Ich war damals ein Handwerker für Krux. Ich war damals als Handwerker für Krux tätig. Okay. Du stehst also auf der Seite Engel? Auf der Seite von Yggdrasil? Du kennst Lord Yggdrasil? Ob ich ihn kenne? Es ist seine Schuld, dass Ted Haller und Silverhand um ihr Mana konkurrieren. Das ist ein Kruxis-Kristall. Ich verstehe, du musst die Auserwählte der untergehenden Welt sein. Das ist vielleicht Schicksal. Was in Ozette geschehen ist, war meine Schuld. Was meinst du damit? Ich begann die Arbeit, die ich verrichtete, zu hassen, da ich damit indirekt Menschen tötete. Ich verließ Kruxis und versteckte mich in Ozette. Aber ich wurde von einem Desai namens Rodil aufgespürt. Ich versprach mein Leben zu verschonen. Er versprach mein Leben zu verschonen, wenn ich ihm einen Kruxis-Kristall anfertige. Das heißt, das Experiment an Presser wurde von Rodil und dem Patriarchen organisiert. Dann auf deren Geist von dir und Kate ausgeführt. Richtig, Rodil plante eine Revolte gegen Kruxis. Während er in den Diensten der Designs stand. Da ich Rodil darin unterstützten wurde Lord Yggdrasil wurde davon zornig und er zerstörte die Stadt Ozette, die mich als Flüchtling aufgenommen hatte. So wurde also Presser, die Schatten meiner Vergangenheit sichtbar macht. So wurde sie also in diese Geschichte verwickelt. Ich finde dafür keine Worte. Es tut mir leid, ich kann mich nur immer wieder dafür entschuldigen. Aber mehr kann ich im Augenblick nicht tun. Meine Zeit kommt nicht wieder. Die Leute aus der Stadt und mein Papi werden nicht zurückkehren. Presser, es tut mir leid. Entschuldige dich nicht, auch wenn du dich entschuldigst. Ich kann dir im Augenblick nicht verzeihen. Ja, da geht er einfach. Presser, ich weiß, dass du einen schweren Verlust erlitten hast. Aber bitte vergiss selbst nicht. Dich selbst nicht. Mein Gott, was ist denn heute los? Erst 5 Minuten im Spiel drin und ich habe schon so viele Fehler vorgelesen. Ugh. Ich kann bisher das Gefühl ein bisschen verstehen. Manche Dinge kommen nie wieder. Auch wenn er sich entschuldigt. Auch wenn man verzeihen möchte. Diese Gefühle bekommt man nicht in den Griff. Wenn einem nicht verziehen wird, ist dies wie eine Strafe. Das finde ich nicht. Verzeihen oder nicht verzeihen ist keine Strafe. Ich kann es nicht gut erklären, aber... nun egal. Lass uns keine philosophische Diskussion führen. Bisher muss ich nicht zwingen, ihm zu vergeben. Lass uns lieber darüber nachdenken, was wir jetzt tun können. Ja, du hast recht. Ich persönlich finde, wir sollten Altessa fragen, was er alles über Kruxis weiß. Wir haben im Augenblick nicht genug Informationen. Stimmt dir zu? Ja. Bisher, würdest du lieber hierbleiben und warten? Nein, ich werde auch zuhören. Okay. Braves Mädchen. So.
Warum gehe ich immer hier in die Ecke, um zu gucken, was da ist? Da ist doch niemand. Alles klar, Altessa, dann lass mal hören. Hast du noch irgendwas zu sagen? Bitte verzeiht dem Meister. Mal schauen. Was? Mythos der Held. Genius no yatsu. Mythos to tomodachi ni natta mitai da na. Ano ko ni wa onaidoshi kurai no tomodachi ga inakatta kara. Yokatta wa. Sore ni shitemo kodai taisen no yusha no namae nante. Suteki na namae da to omowa nai? Kodai taisen no yusha. Mythos ka. Okay. Tashi ka ni sugoi yo na. Demo ore wa Mythos ja nai. Dakara Mythos to wa chigau yarikata ni naru kedo. Mythos mitai ni sekai wo sukuitai yo. Okay, er war doch, weil der hat doch, glaube ich, auch einen Pakt mit den ganzen Dingern, mit den ganzen Geistern hier geschlossen. Deswegen dachte ich auch, der wäre, obwohl die haben ja nichts mit den Dingen zu tun, oder? Ein Pakt mit denen zu schließen hat ja nichts mit den Engel sein zu tun, egal. Was macht dieser Typ hier? Sucht er Streit oder was? Hey, Eda, habt ihr meinen großen Bruder gesehen? Was zum Teufel? Wovon sprichst du? Mein großer Bruder ist immer noch nicht zurück. Ich bin auf der Suche nach ihm. Dein Bruder ist bereits nach Hause gegangen. Wirklich? Echt wahr? Wirklich. Sie suchen bestimmt nach dir. Du sollst nach Hause gehen. Wirklich? Ich gehe nach Hause. Okay, einen Moment mal. Oh, das Geheimnis von Ozette. Warum hat Ozette die 何かを探していたとか、あるいは隠してしまわなければならないことがあったとか、それならば村を壊滅させるということが目くらましになる。それは十分に考えられるわね。オゼットには何か秘密があるのかもしれないわ。うん。じゃあ、また来ましょう。さあ、 ich habe jetzt auch mal einen Gedanken fassen, ohne direkt immer unterbrochen zu werden, weil ich habe so das Gefühl, wenn ich die nicht schnell genug aktiviere, dann gehen sie irgendwie voll schnell weg und das ist voll mies. Heißt das jetzt, wo dieser Gnome auch noch zurückgegangen ist, dass ich jetzt wieder zu dieser zu diesem Erdsiegel zurückgehen muss? Weil, ja, wie viel habe ich davor gefunden? Einen nur, ne? Den ersten war das doch. Muss ich jetzt nochmal da irgendwann? Ich werde da wahrscheinlich irgendwann zwischen Aufnahme mal hingehen und gucken, ob sich da was geändert hat. Und wenn ja, dann sage ich Bescheid und wenn nicht, dann nicht. So, Altessa, weiter mit dir. Wollt ihr etwas von mir? Kannst du uns etwas über Kruxis erzählen? Es ist eine lange Geschichte. Macht nichts. Wir haben ja Zeit. Kruxis ist eine Organisation, die fast nur aus Halbelfen besteht. Zudem ist außer mir noch eine große Zahl anderer Zwerge involviert. Lass mich raten, welcher Name gleich fallen wird. Es gibt also neben dir und meinem Vater noch weitere Zwerge? Ihre Ziele sind, die Ära der Halbelfen auszurufen und die Wiedergeburt Martells. Für diesen Zweck benutzen sie die Kirche von Martell und versuchen, die Auserwählte mit Martells Bewusstsein zu verschmelzen. Aber wenn das wahr ist, warum versuchen die Designs dann, die Auserwählte zu töten? Exvius und Kruxis Kristalle erwachen, wenn sie von der Angst und dem Leid der Menschen stimuliert werden. Und auch durch deren Kampfgeist. Deshalb zersetzen die Designs die untergehende Welt, um die Verwandlung in einen Engel herbeizuführen. Bringen sie die Auserwählte absichtlich in Gefahr. Sie würden jedoch nie ihr Leben riskieren. Es muss ein Designer sein, der Kruxis betrogen hat, wie Rodil, oder ein Mitglied der Abtrünnigen. Rodil, welche Ränke schmiedet er? Die Wiederaktivierung der Mana-Kanone. Er ist an die Pläne für die Mana-Kanone gelangt und baut sie in Silverrun nach. Da ist man nach Silverrun. Er ist zudem der Leiter einer eigenen Farm. Er setzt seine Gefangenen über den Bau der Kanone ein. Er plant vermutlich nach ihrer Vollendung ein eigenes Imperium zu errichten. Wie kann er nur alle darunter leiden lassen? Sag, stimmt es, dass Yggdrasil die beiden Welten erschaffen hat? Nun, so habe ich es gehört. Er verankert die beiden Welten, die sich niemals berühren dürfen, mit 4 Mana-Konnexen. Im Zentrum der Konnexe platziert er den göttlichen Keim, um diesen zu schützen. Die,
Der göttliche Keim? Wo habe ich das schon mal gehört? Er taucht in den Geschichten vom Helden Mythos auf. Was eine Ironie. Die Leute nannten ihn die Seele von Mythos, welcher nach Ende des alten Krieges auf den heiligen Ebenen von Kalan starb. Moment mal, das stimmt zwar, aber... Warum existierte die Legende vom Mythos aus Silverwand auch hier? Ich frage mich das schon eine ganze Weile. Es gibt zwei heilige Ebenen von Kalan, zwei Türme des Heils und sogar die Legende von Mythos wird hier erzählt? Anscheinend ist es in den Polen möglich, zu jeweils anderen Welten zu reisen. Ich weiß zwar nicht, wo sich diese Pole befinden, aber vielleicht pendelte die Person, die wir als Mythos kennen, zwischen den Welten? Bipolar, ja, das ist... Professor, was ist? Das ist meine Theorie. Vielleicht war der alte Krieg in Wirklichkeit ein Krieg zwischen Ted Haller und Silverrand. Und Mythos, der Held, schloss einen Waffenstillstand, der den Krieg beendete. Und das ist der Grund, weshalb die Legende von Mythos in beiden Welten existiert. Ja, und wenn wir annehmen, dass einer der beiden Pole die heiligen Ebenen von Kalan ist, verstehen wir die Bedeutung der Existenz von zwei Ebenen. Es ist das Tor zwischen den beiden Welten. Ja, das macht Sinn. Ich habe viele Ideen zur bipolaren Struktur der Welten gehört, aber diese scheint eine logische Grundlage zu haben. Welche Ideen gab es noch dazu? In Altamira erzählt man sich eine Legende über das sogenannte Tor der Welten. Einige sagen, es handelte sich dabei um einen Pol. Das Tor der Welten. Was ist also der göttliche Keim? Das weiß ich auch nicht, aber Lord Yggdrasil sagte, er sei wichtiger als sein Leben. Irgendwie kapiere ich das alles gar nicht richtig. Das wundert mich überhaupt nicht. Ihr müsst mittlerweile ziemlich müde sein. Warum bleibt ihr nicht über Nacht? Ja. Mythos, richtig. Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, kannst du eine Weile bei mir wohnen. Bist du sicher, dass das okay ist? Ich bin ein Halbelf. Es leben nur Tabata, die ich erschaffen habe, und ich, ein Zwerg hier. Du hast Tabata erschaffen? Ja, Tabata ist eine automatische Puppe. Es ist also überhaupt kein Problem, ein Halbelf hier zu haben. Tabata ist eine Puppe? Ich dachte eher an Cyborg. Okay. Wir bleiben auch über Nacht hier. Bist du damit einverstanden, Prisea? Macht euch bitte keine Sorgen um mich. Ich werde jetzt das Abendessen vorbereiten. Und wehe, niemand isst es. Dann bleiben Genis und Wayne auch hier, richtig? Ja, ich will mit dir spielen. Ich hatte noch nie einen Halbelf zum Freund. Du bist mein Freund? Ja, so hat Skid nicht gesehen letztens. Natürlich. Danke. Sieht aus wie ein zweiter Colette irgendwie, nur in männlich. Auf und davon. Lloyd, mach auf. Professor Rain ist weg. Was? Mein potenzieller Heiler? Ich meine, mein offizieller Heiler? Was? Wovon sprichst du? Wer? Rain ist fort. Sie hat aber eine Nachricht hinterlassen, dass sie etwas herausfinden wollte. Kurz vor Sonnenaufgang sah ich einen Rayard in Richtung Süden fliegen. Vielleicht war es Rain. Süden, also in Richtung Altamira. Jetzt, wo du es erwähnst, ihre Hoheit hat sich gestern seltsam benommen. Sie hörte gar nicht mehr auf, über das Tor der Welten zu reden. Was sollen wir tun, Lloyd? Ich mache mir Sorgen, sie ist ganz allein. Lass sie uns suchen, wir sollten im Augenblick nicht getränkt sein. Nehmt ihr mich mit? Was redest du da? Es ist gefährlich, außer du kannst heilen. Ich weiß, aber ich mache mir Sorgen um sie. Zurzeit wird Ted Haller von Monstern regelrecht belagert. Es ist das erste Mal, dass ich eine andere Halbelf getroffen habe. Ich möchte, dass es ihr gut geht. Hui. Ja, weiß ich nicht. Ja, komm. In Ordnung, komm mit. Danke, Lloyd. Ist schon in Ordnung. Jeder Freund von Genis ist ein Freund von mir. Ach, wir passen schon auf ihn auf. Okay, lass es uns unser Bestes geben, Genis. Mythos, vielen Dank.
Genis, lass ihn auf deinen Rail mitfliegen. Okay. Warte, das ist für Presea. Eine Schutzfassung? Man kann es kaum als Wiedergutmachung bezeichnen, aber ich habe trotzdem einen angefertigt. Sie ist zuverlässiger als das Provisorium, das sie jetzt trägt. Presea, nimm es an. Oh, okay. Sehr schön. Verdammt. Okay. Wir sind jetzt mal wieder voll geil und können jetzt Zeugs machen. Das war mein Team. Wer weiß, was passiert. So, China ist jetzt richtig gut gelevelt. Colette und Regal und... Oh, ist schon. Okay, ja. Und Heiler. So, ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. Und zwar, das sieht man hier jetzt nicht, habe ich bei jedem Charakter alle Fähigkeiten abgestellt, die nicht mehr als 50 Mal schon benutzt worden sind. Umgekehrt. Ich habe jede abgestellt, die mehr als 50 Mal benutzt worden ist. Also, ja. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen... Ja, ich glaube, ich soll Zellos wieder steuern, genau. Ich muss die ganzen Zauber ein bisschen spam. Entschuldigung. So, so sehe ich natürlich nicht. Okay, was nehme ich als nächstes? Die ganz einfachen Dinger hier. Sollte ich ein paar Mal benutzen. Mit der vernünftigen Attacken bekommt. Stoneblast, Lightning. Die hat er schon mehr als 50 Mal benutzt. Und dann kann er... So können wir auch ein bisschen... Hoffentlich ein bisschen schneller leveln. Also... Neue Techniken lernen, meine ich. Deswegen mache ich das jetzt so. Ich hoffe, ich mache das richtig. So, Stoneblast. Also, da gehen wir mal nach Rosette und gucken mal, was da los ist. Na. Vielleicht hat sich hier was geändert. Muss ja mal gucken. Jetzt möchte ich aber echt noch. Wahrscheinlich tue ich aber, bevor ich, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt sagen. Was? Ich komme da nicht zurück. Okay. Dann gehen wir. Hier hin. Jum. So, gehen wir mal hier rein. The fuck? Fuck! Okay, was, wenn ich Genis jetzt dabei hätte? Hey! Weißt du, da betont Leute noch so, ja, lass ihn auf deinen Riot mitfliegen. Okay. Und dann denkt er sich so, nein! Okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt noch mal schnell mit der Gnomenhöhle, wenn ich wüsste, wo die noch mal war. Dann gucken wir da mal ganz schnell. Vorbei. Tempel der Erde. Dann gucken wir mal da ganz schnell vorbei, ob sich da irgendwas geändert hat, ob ich da jetzt, weiß ich nicht. Der dritte Typ, den ich da gefunden habe, oder der zweite, jetzt irgendwie einen Unterschied noch gemacht hat. Und keine Ahnung. Hier war das, ne? Hier. Das war Neusch und Mythos. Neusch und Mythos. Neusch. 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 悪を狩る人になるんだって。悪を狩る人か。お前が一人になったら面白いだろうな。ブーズフ。Ja, das wäre cool. Vielleicht. So. Wo ist... Vielleicht kann ich jetzt da unten lang, ne? Na? Hey! Das sieht doch noch was aus. Einer fehlt! Oh!
Oh, es sind alle da. Los geht's, ihr Nieten. Okay. Gehen die jetzt hin? Egal, der Weg ist frei. Da gehen wir jetzt hin. Da. Fuck. Du darfst nicht so groß ausfallen. Magisches Auge, der Fisk und jetzt, ne? Was? Oh Gott. Bisschen blöd, meinen Heiler jetzt zu steuern, habe ich so das Gefühl. Holy Song! Sind so japanisch, wenn sie jetzt sagt. Okay, spammen war. Ist das, was ich am besten kann? Oh Mann. Wird so gedacht, hat man gegen den kämpft oder hätte man ihn auch theoretisch umgehen können. Hoffentlich lernen wir jetzt auch so vernünftig viele Attacken. Also Zeros wird auf jeden Fall neue Attacken lernen, wenn ich ihn die ganze Zeit die einen Angriff spammen lasse. So. Verdammt. Weil ich weiß in dem Moment, wo ich das immer drücke, nie auswendig, welche Attacken die alle haben. Und wo sie welche haben. Aber egal. Ich habe so das Gefühl, ich werde das nicht zu so einem richtig entscheidenden Element in diesem Let's Play machen. Ja, wir können uns gleich wieder irgendwo ausruhen, wie er aussieht. Also für den kann man nicht irgendwie umgehen. Ja, jetzt auch ohne Heiler schaffen wir das. Colette, geh mal ein bisschen auf Abstand. Sehr schön. Riegel eignet sich eine Verbunderfahrungsfähigkeit an. Sehr schön. Hey, Nebelins Schlüssel vibriert. Dann ist das. Okay, dann machen wir sie mal auf. Ah. Höllenschlund gefunden. Ich wusste es, ist eine Waffe der Finsternis. Okay, müssen wir jetzt nicht den einen Typen Bescheid sagen? Höllenschlund. Verfluchte Karte mit dem Bild einer Feder einer bösartigen schwarzen Vogels. Wow. Ja. Erfahrungsfähigkeit. Lass mal sehen. Rüstung. Vermeidet Strauchen, wenn Attacken bei Einschlag einen Basiskombo erfolgt. Nicht immer. Stärke und Wacht plus, okay. Ewigkeit und weiß ich nicht. Versuchen wir mal so. Und. Komm mal einen Kampf noch ganz schnell und dann gehen wir raus und dann gehen wir speichern und dann gehen wir irgendwo hin. Weiß nicht. Wo sind die jetzt überhaupt alle hingegangen? Ich laufe hier auch noch irgendwo eher rum. Weiß man ja nicht. Aber anscheinend nicht. Vielleicht sind ja am Siegel. Ich gehe mal gucken. Wenn wir schon hier sind. War gut, dass ich noch hier hingegangen bin, ne? So, spammen. Ich habe irgendwo Healer. Was? Wird jetzt geilt. Regal? Oh, sehr schön. Irgendwie ist so für so wie Center von Guy aus Tales of the Abyss. Nur auf ihn ja so einsetzbar ist. Wutsch. Also irgendwie so ein Chakra-Technik oder irgendwie sowas. Anscheinend nicht. Okay, keine neue. Ich komme. Tu mal ein bisschen offscreen nachgucken, wo die Yamalappen hier alle sind. Und dann. Also nicht. Wie oft habe ich das jetzt? 34 Mal, sehr schön. Ich würde jetzt gerne. Hier, wo ist es? First Edo. Fast Edo meine ich. So. Nein. Durch offscreen mal nachgucken,
die noch irgendwo da rumlungern. Wenn ich nichts finde, dann ja, finde ich nichts. Wir sehen uns aber jedenfalls in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.